Ja, hallo liebe Rasenfreaks. Wir gehen jetzt mal rüber zum Nachbarn, weil der Nachbar hat den absoluten Wahnsinn hier gebracht. Den absoluten Wahnsinn. Solche Berge. Er hat seine ganze Grasnarbe hochgenommen. Das sind Freaks. Die wollen richtig guten Rasen. Ja, Freaks, wir sind hier beim Nachbarn und der hat leider im hinteren Bereich einen völlig zerstörten Rasen. Der ist letztes Jahr bei dem heißen Sommer schon komplett kaputt gegangen und dieses Jahr ist das jetzt auch nicht besser geworden. Hat überhaupt nicht gewässert und hier ist alles total tot. Und das ist hier der tote Filz, den muss er komplett rausziehen. Eine Schweinearbeit. Die ganze Fläche hier. Er muss die ganze Fläche runterreißen und dann wird er eine schöne Bodenmischung hier raufpacken aus Dünger und Mutterboden und Sand und dann neu ansehen. Also es ist wirklich kein Witz. Es ist die einzig wirklich vernünftige Methode. Wir haben uns bei Profis informiert. Ein großer Gärtner hier, der sich auch ganz viel mit Rasen beschäftigt, hat auch nochmal gesagt, runter mit der vertrockneten Grasnarbe, es hilft alles nichts, weg damit, abschälen und dann eine schöne, super neue Mutterbodenschicht drauf, eine gute Mutterbodenschicht drauf. Ja, die Jungs haben hier zu viert, wie viele Stunden? 4 Stunden die Grasnarbe abgezogen. Unglaublich. Da braucht man starke Jungs. Yes. Ja, liebe Rasenfreaks, wir schauen mal wieder zum Nachbarn rüber. Der hat nämlich richtig reingehauen. Das sieht gut aus. Da haben wir jetzt noch eine Gardena-Bewässerungsanlage installiert. Diese schönen Fächersprenger hat er in seinem Garten installiert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Also das muss man Gardena lassen. Also diese ganze Verlegung mit den Ventilen und die Ventilkasten und den Leitungen und diesen Schnellanschlüssen. Das ist wirklich eine super coole Sache. Das ist einfach und schnell. Ich zeige auch mal ein bisschen, wie das jetzt funktioniert. Da ist der Fächersprenger, den ich auch eingebaut habe. Guckt mal in mein Video. Die Dinger sind ganz cool, so für quadratische Flächen. Super einfach, in die Mitte, zack, rein, fertig. Das Entwässerungsventil, den Kies eingebettet. Da ist noch ein Entwässerungsventil eingebaut. Ja, und dann hat er auch einen schönen Rasen. Vorne ist der Rasen schon ganz cool von ihm. Da hat er auch immer gewässert von Hand. Hier hat er schon seinen Graben wieder zugemacht. Da seht ihr den Einsprenger. Hat er schon gut eingebaut. Ich werde jetzt die ganzen Materialien hier noch einbauen. Den dritten und letzten Strang verlegen bis vorne zu seiner neuen Rasenfläche, die schon gut gekommen ist. So. Ja, das ist das berühmte Gardena-Rohr. Das müssen wir jetzt ein bisschen auseinanderrollen. Das ist immer sehr stark zusammengerollt. So. Jetzt muss man das so ein bisschen. Ganz wichtig ist, dass man diese Dinger öffnet und das Rohr wirklich ganz bis zum Anschlag durchsteckt. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Ganz durchstecken. Wenn man das Rohr nicht ganz durchsteckt, dann sind die Anschlüsse undicht. Dann hat man nämlich nur gegen den Dichtring, gegen den O-Ring gedrückt und nicht durch den O-Ring durch. Das ist wunderbar. Durchschneiden und festhalten. Okay. Du kannst das Rohr gleich mal festhalten, damit es
nicht weg. Nicht in den Dreck kommt. Mhm. Gut, aber nur halten. Ja. Deckel drauf. Hier meine Rasenfans gucken jetzt zu, wie wir hier. Ich merk schon. So, gut. Okay. Ja, Freaks, durchstecken. Ganz durchstecken. Und das ist der entscheidende Moment. Ganz durchstecken. Sonst und wieder zudrehen. Perfekt! Hol mal, wir legen mal hier einen Stein drauf. Oder einen Eimer. Der ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Der ist praktisch ein Gleichgewicht. Du nimmst jetzt die große Rolle und rollst die immer so ab, dass wir hier durchlegen können. Du musst sie quasi immer drehen. Die schönen Blümchen hier durch. Und jetzt haben wir wieder richtig schönes Gras hier, die ganz frisch gesäte Fläche hier. Hammer. Ja, das ist jetzt hier so ein Fächersprenger, jetzt haben wir ein kleines Problem. Und zwar könnte man jetzt hier die Leitung direkt unten durchlaufen lassen, aber leider haben wir diesen Anschluss nicht mehr. Also nehmen wir jetzt so einen Winkel und setzen das Rohr seitlich an dem Sprenger vorbei. Hier ist ganz wichtig, dass man die Dinger wirklich festzieht. Die muss man wirklich festziehen, bis es nicht mehr geht. Oh. So. Aufdrehen, nicht vergessen. Das habe ich also hier den Sprenger und jetzt setze ich den einfach hier seitlich davor. Ja, perfekt. Ja, so, cool. Und zudrehen. Zudrehen nicht vergessen. Die Sicherung. Jetzt können wir ihn einbauen. Nicht rein. Gut. Okay, das macht nichts. Damit die Wasserleitungen leer laufen können, da schraubt man hier so ein Zusatzteil rein. Passt überhaupt nicht gut. Ins Ventil raufgeschraubt und das wird dann senkrecht in ein 20x20x20 Grobkiesbett gelegt. Und da ist ein Druckventil drin. Und wenn der Druck weg ist, dann geht das Ventil auf und das Wasser läuft ab. Und das ist hier so ein Schutz. Ja, wenn das jetzt undicht wird, dann spritzt dann das ganze Wasser da raus. Sehr gut. Wunderbar, gut. Gut. Ja, das sieht auch super aus. So, jetzt heißt es checken, ob alle Anschlüsse dicht sind. Und wenn alles dicht ist, zumachen. Oh, genau. Perfekt. Das war's. Coole Nummer. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein, ich bin doch gar nicht fertig. Richtig. Jetzt kommt ja noch der ganze Mutterboden und alles. Ja, was sehr wichtig ist jetzt über der Wasserleitung, macht man so 10 cm Mutterboden und dann legt man ein Sicherheitsband auf den Mutterboden drauf. Wenn man dann nämlich mal wieder buttelt in späteren Jahren, weiß man nicht mehr, wo die Leitung liegt und dann trifft man hoffentlich zuerst dieses Sicherheitsband und nicht gleich die Wasserleitung, denn dann ist sie hin. So, hier schön schon eingebaut hier, der Sprenger, klasse, der Profi am Werk hier, schön die gleiche Höhe wieder. In der richtigen Perspektive sieht das so aus, als wenn nie was gewesen wäre. Cool. Und zum Schluss richtig, richtig, richtig fett wässern. Ja, das Projekt meines Nachbarn schreitet echt gut voran.
Er hat jetzt seine ganze Bewässerung hier eingebuddelt. Die Wassersprenge hat er noch freigelassen, weil er noch hier Mutterboden, eine Schicht frischen Mutterboden drauf packen will und dann die Höhe seiner Rasensprenge noch angleichen muss. Dann wird hier nachgesät und dann kann die Bewässerungsanlage laufen und der Rasen wieder neu auflaufen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich dann diese ganz tote Fläche schnell zu einer herrlichen, dichten Rasenfläche entwickelt. Sehr schönes Projekt hier bei meinem Nachbarn im Garten.